Wir sind da im Forstgut Hohenlehn und ich bin von Michael eingeladen auf einen Hirsch. Und da wollen wir schauen, ob wir den kriegen. Im August haben wir schon probiert, da haben wir ihn nicht gekriegt. Also es ist, kann man schon sagen, eher die Nachpunft. Die Hochpunft ist vorbei. Das Wetter war nicht wirklich gut, deshalb gehen wir jetzt da. Und wir gehen auf einen ganz bestimmten Hirsch. Auf einen ganz besonderen Hirsch. Auf einen ganz besonderen Hirsch. Jawohl. Der alt und reif ist. Jawohl. Wie alt ist er? Ja, er wird so um die 12 Jahre alt sein. So. Den du eben jahrelang kennst und der ja vom Personal auch betreut wird. Bestätigt worden ist. Ist er mit dem Kalbild unterwegs? Oder? Ja, meistens mit dem Kalbild. Ja. Aber manchmal ist er so, dass er ihm reicht, dann ist er allein nicht unterwegs. Also wie im wahren Leben. Wie im wahren Leben. Wie bei uns. Ja, wir. Ein bisschen spät sind wir schon, oder? Es geht. Sie reden noch gut. Ja? Ja. Also bei uns in Kärnten ist es eben im Moment total zusammengebrochen. Wir haben einen halben Meter Neuschnee gehabt. Und damit war die Sache beendet. Bin ich froh, dass ich zu dir aufgefahren habe können. Wir haben keinen Schnee gehabt. Damit wir ein bisschen was zum Jagen haben. Endlich einmal. Probieren wir es einmal, nicht? Ja, ich darf einmal sagen, tu einmal laden. Ich mal sagen. Ohne Patron schießt sich ein Scheiring auch nicht. Das stimmt. Passt, packen wir es. Thank you.
ist das? Das sind hinnige Eschen und die sterben derzeit alle, die ganzen Eschen. Weil wir da von China einen Käfer reingeschleppt haben mit den ganzen Transporten. Ja. Und der frisst die ganzen, also dieser Käfer überträgt einen Pilz. Und wir haben den Pilz eingeschleppt, nicht den Käfer. Und dieser Pilz verstopft die Röhren vom Baum und alle Eschen werden kaputt, österreichweit. Stirbt eine ganze Baumart aus, nur wegen diesen. Wegen das ist unglaublich, bitte. Ja. Und da gibt es keine Rettung? Oder? Überhaupt nichts. Wenn du jetzt neue Eschen pflanzt, dann die genauso anfällig die auf diesen genauso, Pilz? Die werden genauso hin. Also die Esche stirbt. Das ist unglaublich. Aus. Dieser Baum ist jetzt 70, 80, 90 Jahre alt. Ja, der wird sogar ein bisschen älter sein, 900. Und das ist Wahnsinn, die pflegen Generationen passen auf den Wald auf und auf einmal kommt da so ein Bild und rutscht da ganz beim Baumart aus. Der nächste wird schon dürr, wenn es darf, ich heiße, die ja. Krone. Also so. Und in zwei Jahren ist er genauso weit wie der. Gesetzt den Ball, du schlägerst jetzt den Baum, ist das ja. Holz was wert oder ist das nichts wert? Wertlos. Brennholz. Es ist komplett verdorben durch diesen Pilz. Wahnsinn, bitte. Wie schnell braucht es, wenn der Baum von dem Pilz befallen wird, bis er abstirbt? Ein Jahr, zwei Jahr, fünf Jahr. Ist unterschiedlich. Relativ schnell. Also es gibt Bäume, die sind sehr aktiv, die halten das länger aus, aber ja. In drei bis fünf Jahren ist er auch hin. Und dann gibt es Bäume, die sind halt, wie bei den Menschen auch, nicht so resistent und die sind binnen ein Jahr hin. Wahnsinn. Und sie sterben wirklich flächendeckend. Und das nächste, was wir jetzt eingeführt haben aus China, ist ein Nutzholzbohrer, der sich beim Ahorn einbohrt. Ja. Und zwar bis am Kern reingeht und der Ahorn trocknet von innen aus und wird genauso hin. Und bei der Buche haben wir jetzt auch schon einen Buchenborkenkäfer. Und der wird auch, also die Buche geht auch schon langsam ein. Unglaublich, bitte. Ja. Und das ist aber wirklich flächendeckend über ganz Österreich. Wahnsinn. Der Ahorn ist auch in dieser Höhe an und für sich überhaupt kein Problem? Oder? Ist eine bestimmende Baumart an und für sich im Bergschluchtwald. Schau, hier wird ein Hirsch. Ja. Jung, aber gut. Aber schon ein fetzen Hirsch, gell? Ja, ist ein guter Hirsch, aber jung. Aber jung, ja. Das ist keiner für uns. Nein, den schauen wir uns in ein paar Jahren an. Dann gehen wir lieber. Ja. Sekunden. Der zackt ihn immer. Um eine Sekunde. Ich glaube nicht, dass der nochmal kommt, Herr Alt. Ja, weil dein Kolbert noch ist. Ja. Der Pass, das war passend. Aber es geht um Gott, ums Kennen. Ich glaub, das Blattl war verdeckt und der war nicht ganz brat. Ja. Ist ihn nicht ausgegangen. Ein bäriger Hirsch. Ein bäriger Hirsch. Können wir nichts machen. Schauen wir weiter.
fällt gleich um. Liegt schon. Weidmannsheil. Ist ein geiler Hirsch. Hirsch noch gesehen? Nein, es ist wirklich ein, es ist ein 10, aber wie sagt man, wenn es nur hinter hat, was weiß und hat er auch ist eigentlich ja ein Zehner. Ja, aber wie heißt das? Eis ein Zehner ist gerade ein Kronenzehner. Wir haben einen sehr guten alten Hirsch erlegt. Da werden wir heute noch die Streckenlegung machen. Haben einiges gesehen. Brumpft ist vorbei. Traumhaftes Wetter. Super Birschführung gehabt. Der Hubert, der Michael, also es war wirklich fantastisch. Wir bedanken uns sehr für die Einladung. Es war ganz, ganz toll. Und weiterhin Dank für den Hirsch. Und wir sehen uns das nächste Jahr wieder. Gut, da komme ich. Weiterhin Dank, Michael.